Wir sind jetzt gespannt, was Lemmerwerk Kethema zu dieser Superleistung 2:16:08 zu sagen hat. Bei Denis Pankowski steht er bereits. Mit heute nicht geschafft wurde, Lemmerwerk, ich gratuliere Ihnen recht, recht herzlich zu Platz 4 hier beim Oberbanklinz Donaumarathon. Wie groß ist denn trotzdem die Enttäuschung, dass man dieses WM-Limit heute, diese 2 Stunden 15, nicht knacken konnte? Ja, es ist leider heute, ich habe nicht geschafft und bis 29 Kilometer, es war gut gegangen und dann meine Pacemaker so langsam, es ist langsam, sie sind gelaufen und dann ich habe probiert, bitte ein bisschen schneller und dann, sie kann nicht so mehr laufen, aber was ich soll machen, ist schwer zu leiden und ja, ich habe auch verletzt und ja, aber leider heute, mein Plan war so und dann 2:15, aber Sport so ist. Also hat es an den Pacemakern gelegen, die, wie Sie gesagt haben, da scheinbar etwas zu langsam dann gelaufen sind? Ja, es ist bis 28, es war, sie sind gut gegangen, aber nach dem 29 Kilometer, es ist so langsam und ja. Und ich habe aber probiert, bitte schneller, aber sie kann nicht so schaffen, das. Und aber ja, es passiert, der Sport, so ist das. Meine 2 Stunden 16 Minuten ist für einen Österreicher trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit. Überwiegt die Freude jetzt hier oder doch die Enttäuschung? Ja, aber es ist nicht so schlecht, aber mein Ziel war, zum World Meisterschaft London zu Limits schaffen, aber tut mir leid, es ist nicht so funktioniert, aber es ist morgen auch ein anderer Tag und schauen wir mal. Dankeschön, trotzdem alles Gute und genießen Sie heute noch den Tag. Also ein doch etwas enttäuschter Lemmerwerk Kethema, ihm ist es natürlich nicht zu verdenken, nachdem das doch wirklich das klare Ziel war, diese 2 Stunden und 15 Minuten, dieses WM-Limit für London zu unterbieten.